Wenn man zu tief im Leben einer Person drinsteckt, ist es schwer, da wieder rauszukommen. Deswegen lieber etwas vorsichtiger sein und sich ein Hintertürchen offen halten, damit man schnell wieder aus einer Nummer draußen ist. Amy ist nicht in der Nummer. Wohin bist du gegangen? Hallo, David. Warum bin ich hier? Ich bin krank, David. Etwas lebt in mir. Und ich habe versucht, damit fertig zu werden. Ich habe versucht, es zu kontrollieren. Ich habe sogar versucht, es zu töten. Aber das funktioniert nicht. Ich werde in dir einen Dämon erschaffen. Und mit seiner Hilfe wirst du meinen töten. Dann sind wir für immer miteinander verbunden. Es wird sehr hart. Du wirst Schmerzen haben. Du wirst Angst in dir fühlen, die größer ist als alles andere, was du je gefühlt hast. Denkst du nicht, dass irgendwer irgendwann nach mir suchen wird? Vermisst dich denn wer? Ich habe halt einfach überhaupt gar keine Ahnung, was in deinem Kopf vorgeht. Wäre schade, wenn ich eines Tages vor deiner Bude stehe und dann wohnt da keiner mehr, weil du nach Australien verduftet bist oder so. Das, David, wird die Hülle für deinen Dämon sein. Ist der... Ich will dich nur darauf vorbereiten, was als nächstes kommt. Merkst du dir, was für Schwachsinn du redest? Nur aus Leid kann etwas Gutes entstehen. Nur wenn du Schmerzen hast, kannst du verstehen. Bist du wieder davongerannt, David? Ich hab dir vertraut. Und jetzt bist du verschwunden. Du hast mir versprochen, dass wir zusammen tanzen gehen werden. Und jetzt bist du nicht da. Das ist deine Schuld. Nein! Gib nur Acht, dass du am Ende nicht alleine dastehst. Glaubst du, du kommst hier wieder raus, wenn ich es nicht zulasse? Ich bin nicht komisch. Ich rede keinen Schwachsinn. Komm wieder zurück.